Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Kollege Krick, herzlichen Dank, dass noch ein bisschen Wasser übrig geblieben ist. Herr Kollege Mackert, es kommt gleich Neues, keine Sorge. Ich weiß, ja. Liebe Kolleginnen und Kollegen, für uns Grüne ist vor dem Hintergrund der sich verknappenden Rohstoffreserven die Kreislaufidee, der Konsistenzgedanke oder wie es neudeutsch heißt, Cradle to Cradle zentral für den notwendigen industriellen Umbauprozess. Mutter Natur kennt keinen Abfall, keinen Verzicht und keine Einschränkungen, sondern fördert eine unendliche Vielfalt. Auf die Wirtschaft übertragen bedeutet das, dass Cradle-to-Cradle-Produkte und ihre Komponenten zum einen wieder in einen biologischen Kreislauf zurückgeführt werden, zum anderen in einem technischen Kreislauf gehalten werden können. Und genau darum geht es traditionell bei dem Mehrwegprinzip im Flaschenbereich, bei den Getränkeverpackungen also. Als Mehrweg bezeichnet man gemeinhin Verpackungen, die nach dem Gebrauch gereinigt und erneut als Verpackung genutzt werden, wodurch deutlich weniger Verpackungsmüll entsteht. Darauf hat der Kollege Krick in seinen kurzen Ausführungen bereits hingewiesen. Das entspricht dann der sogenannten Abfallhierarchie. Und wir sind ja gerade dabei, einen neuen Abfallwirtschaftsplan aufzustellen und das neue Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz umzusetzen. Es entspricht aber auch dem Gedanken der Vermeidung und Wiederverwendung vor dem Recycling und der sonstigen Verwertung. Mehrwegverpackungen schonen durch ihren mehrmaligen Einsatz natürliche Ressourcen und Energie und damit auch die Umwelt und das Klima. Und um es anschaulich zu machen, wie sehr Mehrwegverpackungen zur Abfallvermeidung beitragen können, wird durch ein einfaches Rechenbeispiel deutlich. Ein einziger Mineralwasserkasten mit 12 grünen Mehrwegglasflaschen 0,75 Liter, die durchschnittlich 53 Mal wiederbefüllt werden, ersetzt ganze 480 PET-Einwegflaschen à 1 Liter. Mehrwegflaschen sparen aber nicht nur natürliche Ressourcen bei der Herstellung, sondern führen durch die meist regionale Distribution auch zu kürzeren Transportwegen. Mehrwegflaschen legen auf dem Weg zu den Verbraucherinnen und Verbrauchern durchschnittlich nur 258 Kilometer zurück, Einwegflaschen mit 482 Kilometern, fast das Doppelte. Und wenn man sich diese gute Bilanz anschaut, dann kann man das eigentlich nur noch dadurch toppen, was viele von uns ja auch machen, nämlich indem sie diese Verpackung ganz vermeiden und ihr Trinkwasser zur Eigenbereitung von Mineralwassern herstellen. Das ist dann die Vermeidungsstrategie, der Suffizienzgedanke, aber ansonsten ist das schon eine beachtliche Bilanz, die wir hier durch das Mehrwegsystem inzwischen leisten. Nach zahlreichen Umläufen werden im Übrigen defekte Mehrwegflaschen aussortiert und im Rahmen eines hochwertigen Recyclings ihrem zweiten Kreislauf zur Herstellung neuer Flaschen zugeführt. Glas von Mehrwegflaschen dient sich in Form von Altglasscherben selbst als Rohstoff und lässt sich beliebig oft einschmelzen, ein geschlossener Stoffkreislauf. Und deswegen stehen wir grundsätzlich auch hinter diesem System. Ob es ähnlich gute Bilanzen in Zukunft auch beispielsweise im Mehrwegsystem auf der Basis von Kunststoffflaschen geben kann, ob veränderte Siedlungsstrukturen, ob der demografische Wandel zunehmend auch Single-Haushalte, also eine andere Art des Zusammenlebens, dazu führen können und müssen, dass wir andere Wege der Verpackungen finden müssen. Das sind Fragestellungen, die wir gerne im Rahmen der Ausschussberatungen vertiefen möchten und auch deswegen uns dafür aussprechen, dass wir eine Anhörung zu diesem Thema machen. Dann können wir uns auch entsprechende neuere UBA-Bilanzen noch mal genauer ansehen. Im Moment spricht vieles dafür, dass diese Flaschenmehrwegquote ein sehr positives Instrument auch in Zukunft sein wird. Aber wie gesagt, es gibt auch vereinzelt andere Stimmen und die wollen wir auch zu Wort kommen lassen. Deswegen sehen wir den Beratungen im Ausschuss sehr gerne und mit großer Freude entgegen und werden der Überweisung in die weiteren Beratungen deswegen auch sehr gerne zustimmen. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Markert.